bescheuert gehalten. Ja, was machst du da? Investierst da in so einen virtuellen Scheiß? Und dann bin ich dann noch zu einem Überfluss zu meinem damaligen Bankberater gegangen und habe gesagt, Mensch, ich habe jetzt gerade eine Domain gekauft, 10.000 D-Mark, die wollte ich jetzt hier an Sicherheit hinterlegen, weil ich wollte mir noch weitere Domains kaufen. Und der hat dann lange in seinen Computer geschaut, irgendwann auf und meinte dann, Herr Flasskämper, wer weiß denn, ob es dieses Internet in 5 Jahren noch gibt? Das war 1998, also es gab kein Vertrauen in Domains, aber wie gesagt, das gleiche Gefühl hatte ich so, als ich 2011 das erste Mal von Bitcoin hörte. Das war, gibt es zu, in einem Artikel von Spiegel Online, ja, wo man denkt, jetzt ist der Zug aber auch wirklich so endgültig abgefahren. Da braucht man jetzt auch nichts mehr machen, aber der Spiegel war nur 3 Monate früher als das IX-Magazin vom Heise Verlag. Also man war gar nicht so spät dran. Und ja, wir haben das erste Mal von Bitcoin gesprochen, ich habe 3 Tage lang nicht geschlafen. Ich war so fasziniert, aber im Wesentlichen von der Seltenheit. Ich dachte, war ein Geld, was limitiert ist. Da gibt es ein Ende und das basiert alles auf den Gesetzen der Mathematik. Also auf Grundlagen der Mathematik. Ich habe gesagt, solange wie 1 plus 1 auch in 1000 Jahren noch 2 ist, wird auch Bitcoin funktionieren. Und das hat mich so fasziniert und ja, ich habe dann, wie gesagt, 3 Nächte lang nicht geschlafen und gesagt, was mache ich jetzt? Irgendwie müssen wir da mitmachen. Und habe dann mein Team zusammengetrommelt, habe da bis eine halbe Stunde Vorbereitung gemacht, indem ich dir ganz viele Geschichten erzählt habe, warum angeblich viele Innovationen alle nicht funktionieren, so wie das Auto, ne? Weil ja nur 100.000 Chauffeure und der Erfinder der Radiowellen ist ja der eingesperrt worden, oder die eingesperrt ist ins Irrenhaus gekommen, weil sein Kumpel erzählt hat, ich kann Stimmen übertragen über Luft. Ja, und dann gedacht, der wird Stimmen und ist dann weggeschlossen worden und so. Also ich habe so ein paar Geschichten erzählt, weil am Anfang, das wurde eben auch von Kurzer Weg auch ja erzählt, wir können es uns nicht vorstellen. Wir haben eine Denke über Geld, die es uns unheimlich schwer macht, Bitcoin zu verstehen, weil es eben schon anders funktioniert, ganz anders wie klassisches Geld, wie staatliches Geld, was wir eben kennen, was eben keinen zentralen Emittenten gibt, dem wir vertrauen müssen, sondern es gibt eine Blockchain und das ist eben ja, das Killer-Feature, was ja hinter Bitcoin steht, auch der Herr Weidmann oder der Karl-Ludwig Thiele, der für Bargeldverkehr, Zahlungsverkehr und Bargeld zuständig ist bei der Bundesbank, der hat mal vor mir gesprochen bei einer Veranstaltung von Bitcoin, Bitkom in Berlin und der hat auch gesagt, ja, Bitcoin ist ja lächerlich, 300.000 Transaktionen pro Tag, also wir haben Millionen SEPA-Überweisungen in unserem System und das wird sich nicht durchsetzen, aber ich meine, das Auto war am Anfang auch irgendwo ein Witz, ja, und wenn der Karl Benz nicht seine Werte gehabt hätte, die irgendwann mal reingesetzt hätte ins Auto und von Nürnberg nach Fürth gefahren wäre, dann hätte man vielleicht heute immer noch kein Auto, wahrscheinlich doch, aber trotzdem, am Anfang ist es immer schwer vorstellbar, dass ich irgendeine neue Technologie durchsetzen kann und man ist so lange Spinner, bis es am Ende funktioniert. Und ich habe mich am Anfang auch gerne auslachen lassen, und so bei Bankenveranstaltungen, ja, bin ich dann gewesen in Frankfurt, Wiesbaden, so 2011, 2012, haben dann auch gesagt, ja, das kennen wir auch immer so ein bisschen andere Vorträge, weil die Banker, das ist ja alles so momentan Regulierung, wenig Zinsen, ja, die haben nicht so viel zu lachen. Dann haben sie gesagt, okay, wir brauchen einen Comedy-Act. Nein, so würden wir das nicht sehen. Also das, so ist es auch nicht. Aber im Endeffekt war es so. Ja, also ich bin dann gekommen, habe dann über Bitcoin erzählt, alle haben gelacht, fanden das lustig und haben mir hinterher auf die Schulter geklopft und meinen, Mensch, tolle Idee, wird sich aber nicht durchsetzen. So. Und mittlerweile realisieren sie, ja, die Blockchain ist ja super, aber Bitcoin ist doof. Und der eine oder andere sagt sich, naja, aber wenn Bitcoin die erste wirklich funktionierende Blockchain-Anwendung ist und die jetzt schon auch seit 8 Jahren funktioniert, und ja, dann ist Bitcoin vielleicht doch nicht ganz so doof. Das wird jetzt von immer mehr Leuten realisiert, dass wir es mit etwas wirklich Neuem zu tun haben, mit etwas Revolutionärem. Damit habe ich im Prinzip auch so die Eingangsfrage beantwortet, ist es revolutionär oder auch nur evolutionär oder ist es ein Witz? Nein, ich glaube, es ist revolutionär, das was Satoshi Nakamoto, ist ja bis heute nicht bekannt, wer es ist, oder Gruppe von Menschen, Frau, Mann, man weiß es nicht, er hat sich ja nie zu erkennen gegeben, aber was er 2008 in sein 9-seitiges PDF-Dokument geschrieben hat und dann innerhalb von 3 Monaten mit einer Handvoll Programmierer dann umgesetzt hat, ist aus meiner Sicht wirklich revolutionär. Ich selbst gebe zu, die ganzen Algorithmus dahinter, die Mathematik, die verstehe ich auch nicht bis ins Letzte. Ich kann das ein bisschen erklären, ich fand das Bild übrigens sehr schön mit dem Schein eben und so. Ich mag immer einfache Bilder, damit man es eben auch verständlich rüberbringen kann. Das werde ich mir adaptieren und klauen für meinen nächsten Vortrag. Und nein, dass es eben das erste Mal möglich ist, digitale Werte fälschungssicher über die ganze Welt zu transportieren und das so einfach wie eine E-Mail zu versenden. Dass das sicherlich hier und da noch ein paar Geburtskrankheiten hat und vielleicht das eine oder andere verbessert werden muss, ist klar. Ich weiß auch nicht, ob Bitcoin sich am Ende durchsetzen will. Ich sage mal, es kann durchaus sein, dass Bitcoin in 20 Jahren das Alta Vista der virtuellen Währung ist. Weil der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch, wenn ich so einen Saal gucke, nicht mehr so ganz viele. Aber es gab auch noch Suchmaschinen vor Google. Man soll es nicht glauben.
Und da habe ich so gesucht, All the Web, Alta Vista, Yahoo, gut, das war im Prinzip gar nicht wirklich eine Suchmaschine, sondern immer ein Katalog. Aber das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was sich am Ende durchsetzen wird, aber irgendeine virtuelle Währung wird sich durchsetzen und es wird keine zentrale virtuelle Währung sein. Also keine Zentralbank-Währung oder auch kein Amazon-Coin, kein Google-Coin, sondern es wird freies Marktgeld sein, was sich am Ende durchsetzen wird, was den Big Mac-Index verdrängen wird. Ja, also das kennt ja ihr vielleicht, diesen Big Mac-Index, wo man in der ganzen Welt gucken kann, wie sieht die Kaufkraft aus. Das wird sich, sagt der Professor Meyer ja auch, ich weiß nicht, ob er noch hier ist, das hängt ja auch weg, er ist noch da. Ja, also es wird so sein, dass eben alles, was wir so an Dingen haben, wo Kaufkraft drüber abgebildet wird, inklusive der staatlichen Zwangsgelder, sprich der staatlichen Währung, wird gegen Kryptowährungen, gegen eine weltweit akzeptierte Kryptowährung oder Kryptowährung referenziert werden. Das ist so meine Vision von dem digitalen Geld, von dem Kryptogeld. Und ich weiß nicht, wie schnell es gehen wird, wie lange es dauern wird, bis sich das durchsetzt. Aber es gibt aus meiner Sicht keine guten Gründe dafür, warum es nicht passieren sollte. Staaten können versuchen natürlich, im politischen Aktionismus das versuchen zu verbieten. Aber wenn man sich anschaut, auf der ganzen Welt, was passiert, dass selbst Staaten wie China, Staaten wie Russland, die schon Gesetz in der Tasche hatten, also eigentlich das schon kurz davor war zu beschließen, es wieder in die Schublade haben verschwinden lassen, weil sie gemerkt haben, auch sie gemerkt haben, man kann das nicht verbieten. Ja, man müsste wirklich das Internet abschalten oder eben diesen Generalschlüssel einführen für Kryptografie, dass man also mit dem Generalschlüssel alles ändern kann, aber auch das wird nicht passieren. Das ist meine, alleine, um mal nachzudenken, wenn dieser Schlüssel irgendwann mal in andere Hände kommt, ja, und jeder könnte alle sozusagen entschlüsseln, das kann es dann ja am Ende auch nicht sein. Und es geht auch nicht um Datenschutz, also wir können uns alle hier im Raum, weil das ist ja letztlich die Blockchain. Die Blockchain sind ganz transparente Daten. Jeder kann alles einsehen und das wird in Zukunft auch so sein, weil es ist eine Illusion zu glauben, dass wir noch Datenschutz haben werden in Zukunft. Alle Daten werden öffentlich sein. Es müssen nicht alle Daten öffentlich werden am Ende, aber wir müssen zumindest davon ausgehen, dass alles das, was wir schreiben, was wir sagen, irgendwo aufgezeichnet wird und irgendwann auch mal veröffentlicht werden könnte. Deswegen schreibe ich schon eigentlich seit jeher E-Mails immer so, dass wenn dann doch mal, was ja ab und zu mal passiert, wie dann der liest, der eigentlich nicht lesen sollte wahrscheinlich, über den dann gerade gesprochen wurde, dass es aber nicht so schlimm ist, wenn das dann noch lesen wird. Ja, wir müssen davon ausgehen, dass alle Informationen irgendwann mal öffentlich werden können. So, und deswegen geht es mehr um Datenintegrität, nämlich dafür zu sorgen, dass die Informationen, die irgendwo gespeichert werden, nicht wieder verändert werden können. Und genau dafür ist die Blockchain die Lösung, weil die Blockchain nämlich sicherstellen kann, dass unsere Daten, auch teilweise wichtige Daten, wie zum Beispiel Blutgruppen, Gesundheitsdaten, andere Sachen mehr, dass die nachträglich nicht mehr von unautorisierten Personen geändert werden können, weil das aus meiner Sicht das größte Problem ist, wie das Daten irgendwie öffentlich werden können. Und jetzt gucke ich mal auf die Uhr und denke, ich habe noch 36 Sekunden, aber dabei will ich es erstmal belassen und freue mich auf eine spannende Diskussion und viele Fragen und natürlich jetzt noch den nachfolgenden Vortrag. Ja, vielen Dank für den lebhaften Vortrag, muss ich sagen. Mein Name ist Marius Bodek, ich vertrete heute, habe ich gehört, meine Haltung, die alte Welt. Ich nehme die Rolle mal an, weil gerade die alte Welt ist natürlich von der Technologie hinter der Kryptowährung oder der Kryptowährung auch besonders betroffen. Ich gehe mal davon aus, dass viele von Ihnen auch so ein bisschen mit den Geschäftsmodellen einer Bank vertraut ist. Und Sie können sich vorstellen, wenn die Blockchain-Technologie eingeführt werden würde, haben da einige Probleme, weil theoretisch könnten wir gewisse Personen, die momentan Aufgaben erledigen, die vielleicht nicht so ganz wichtig, wollte ich jetzt fast sagen, sind, können dann einfach automatisiert werden. Da spielen viele Technologieumbrüche mit rein, die da gerade kommen. Der Kollege Beck hat AI genannt, das ist gerade ein Thema, was uns extrem stark bewegt, auf Beraterseite, aber natürlich auch als Bank. Ich komme jetzt gerade aus der Commerzbankgruppe, war 4 Jahre da und weiß natürlich auch, wie wir diesen Themen umgegangen wird. Für eine Bank ist diese Diskussion um die Kryptowährung gar nicht so entscheidend, weil eine Kryptowährung wird den Euro beispielsweise nicht sofort substituieren. Also insofern ist es auch nur ein Vehikel. Und wenn man zum Beispiel das World Wide Web mit dem Internet in Bezug setzt, ist Bitcoin im Prinzip der gleiche Bezugspunkt zur Blockchain. Also im Prinzip auch noch ein Service, der auf diesem Basisprotokoll läuft. Für uns ist entscheidend, wie die Technologie funktioniert. Und da ist es ein Trugschluss zu glauben, dass die Banken, schon so viel verschlafen haben, und ich verstehe das natürlich auch aus der Sicht von Herrn Flosskämper, der ein bisschen witzig erzählt, wie vor 4 Jahren die Banken auf ihn reagiert haben. Das hat sich mit Sicherheit geändert. Also
Bank braucht immer diesen großen Aha-Moment, dass da irgendwie was funktioniert und dann realisieren sie das auch und dann sickert das irgendwann mal durch und dann nehmen sie das auch an und dann werden sie ganz schnell initiativ, dann werden Millionenbudgets gepflegt und Leute, die nicht kommen ins Spiel, dieses Budget dann vernünftig verwalten sollen und ausgeben sollen. Aber im Endeffekt muss man festhalten, dass Banken auch nicht blöd sind und deswegen nehme ich heute auch gerne die Position ein. Weil als ich damals in die Commerzbankgruppe gekommen bin, hatte ich gerade diesen Fintech-Hype mitbekommen. Fintechs waren damals diese kleinen Startups, die sich auf die Bühne gestellt haben und gesagt haben, die Banken werden verschwinden, die braucht keiner, wir machen alles besser. Und wenn man sich mal die Aussagen, ich war jetzt gerade in Kopenhagen auf der Money 2020, einer der größten Finanzmessen der Welt, wenn man sich da einfach mal die Beiträge dieses Jahr anguckt, da stellen sich die Startups auf die Bühne und gieren nach Bankenkooperationen, weil sie selber ihren kleinen Use Case meistens einfach nicht auf die Straße bleiben. Also insofern ist das ganz spannend zu beobachten. Banken brauchen immer etwas länger, aber wenn sie dann mal ins Rollen kommen, man kann das mit einem Dinosaurier vergleichen, vielleicht einem großen Brontosaurus, wenn er dann mal ins Rollen kommt, dann hat er natürlich auch die Chance, wenn er seine Ressourcen vernünftig einsetzt, auch alles platt zu walzen. Vielleicht nicht alles platt zu walzen, aber zumindest sich so zu verteidigen, dass er sie auch weiterhin eine Daseinsberechtigung haben. Und diese Sprüche, die auch Bill Gates vor bestimmt 15 oder 20 Jahren mittlerweile gebracht hat, er braucht eigentlich Banken für das Banking. Totaler Quatsch. Banken wird es weitergeben in einer ganz veränderten Form. Sie werden wahrscheinlich zu Multi-Tech-Unternehmen wie Google und Facebook avancieren müssen, um zu überleben. Technologie, AI einsetzen, beispielsweise Machine Learning, alles, was da so reinfällt. Aber sie werden weiter eine Daseinsberechtigung haben. Vor allen Dingen in Deutschland, weil wir Deutsche vertrauen in der Bank als Institution. Und da sind wir auch eigentlich schon beim Thema Information. Unsere Daten, das hat der Flaskenker gerade ganz interessant gesagt, ist nämlich auch ein ganz wichtiges Thema für die Blockchain in ganz anderen Richtungen. Wie zum Beispiel beim Thema KYC. Wenn Sie ein Konto eröffnen in Deutschland, müssen Sie ja diesen Prozess durchlaufen, dass Sie entweder gehen Sie zur Post und lassen sich irgendwie bestätigen, dass Sie derjenige sind, der Sie sind, was vollkommen absurd ist eigentlich, von jemandem, der Sie noch nicht kennt. Oder Sie rufen mittlerweile auch über Videotelefonie in einem Callcenter an, dann wird Ihr Perso fotografiert und dann sind Sie auf einmal legitimiert, wie man so schön sagt. Die Blockchain könnte sowas natürlich deutlich vereinfachen. Warum? Man würde beispielsweise Ihre Datenressource dort einstellen, sie würde dort gespeichert sein, immer wieder aufrufbar sein. Und wenn Sie dann bei einer anderen Bank mal das Konto eröffnen würde, dann müssten Sie diesen elendigen, ich kann es nur sagen, Prozess nicht durchlaufen. Es würde aber auch den Banken unglaublich viele Kosten sparen, weil es kostet einfach Geld, diesen Prozess durchzuführen. Es liegt zwischen 8 und 15 Euro, je nachdem, welches Verfahren Sie durchführen, die Bank erstmal in Sie investiert, damit Sie dort das Konto eröffnen. Ich gucke jetzt mal ins Rund, Sie sind, glaube ich, größtenteils Studenten. Ich habe als Student nicht so viel Geld gehabt, dass ich der Bank wahrscheinlich einen großen Deckungsbeitrag gebracht habe mit meinem Girokonto, was ich damals bei der Postbank noch immer noch habe, warum auch immer, gebracht habe. Und insofern ist es für eine Bank einfach wahnsinnig unsinnig, gewisse Dinge weiterzuführen, wenn es doch die Alternative der Blockchain gibt. Und das ist total spannend. Man kann nämlich die Use Cases beliebig pervertieren. Wenn wir jetzt nur mal im Finanzumfeld bleiben, die Blockchain lässt sich halt für alles einsetzen, um Intermediäre auszuschließen. Und das ist ganz wichtig. Und wenn man das einem Bankenvorstand beibringt, dann atmet er erstmal etwas schwerer und dann hat er auch kapiert, okay, ich muss wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren auch größere Personalentscheidungen treffen. Ich kann ein einfaches Beispiel geben. Ich habe im letzten Jahr noch mal ein Haus gekauft. Gebe zu, ich habe das nicht bar bezahlt, ich habe auch ein Darlehen aufgenommen. Und ich kann Ihnen sagen, mit wie vielen Leuten ich da gesprochen habe von Banken, bis ich überhaupt irgendwann mal in diesen Topf gekommen bin, dass ich das Geld bekommen habe, um dieses blöde Haus. Vollkommen unsinnig. Die Leute haben meistens sogar noch weniger Ahnung als der Käufer. Sie sind einfach nur da, um die Prozesse abzuwickeln und zu dokumentieren. Dann gehen sie zum Notar, der nur dazu da ist, zu sagen, ja, sie sind berechtigt, dieses Haus zu kaufen. Das hat mich schon eine sehr, sehr hohe fünfstellige Summe in diesem Fall. Das kostet nur, dass der Typ mir in einer Stunde sagt, okay, ich darf dieses Haus kaufen. Vollkommen absurd. Vollkommen absurd. Durch die Blockchain wird das vollkommen unnötig, weil dann kann ich das Haus einfach kaufen vom Verkäufer, ohne dass da jemand zwischensitzt. Ich spare mir die Kosten. Es ist einfach auch verbraucherfreundlicher, diese Technologie. Sie spart eine Menge Geld. Und insofern werden Banken sich darauf einlassen. Sie tun es schon. Es gibt schon ganz tolle Pilotprojekte. Ich habe es gerade den Kollegen auch erzählt. Die LBBW, das ist die Landesbank Baden-Württemberg. Für Sie, die Landesbank nicht so kennen, das sind vielleicht die unsexiesten Bankinstitutionen Deutschlands, sagt man so in der Bankenszene, weil man kann sich darunter nichts vorstellen. Das ist Quatsch. Die LBBW wird von Rainer Meeske geführt. Ein ehemaliger Kollege, auch aus der normalen Bankenwelt. Und der hat gestern mit Daimler
eine Blockchain-Transaktion durchgeführt über 100 Millionen Euro, eine Schuldverschreibung für deine. Da sieht man schon, selbst solche Banken sind in der Lage, auch bei einer selbst aufgesetzten Blockchain-Lösung, es gibt ja nicht nur die Blockchain, es gibt ja Chains, würde man so sagen, Geld zu distribuieren, ohne diese ganzen Zwischenkanäle. Und das ist unglaublich spannend, dass das tatsächlich schon möglich ist. Und das zeigt auch, dass wir auch ohne die Regulatoren, die es wieder verpennt haben, in der Lage sind, uns diesem Thema auch zu nähern, und wir werden es auch einfach umsetzen, weil es macht eine Menge Spaß. Es wird uns als Verbraucher eine Menge Kosten sparen, es wird für deutlich mehr Transparenz sorgen. Und ich sehe auch, wir sind ja auch von einem Forum für Liberty eingeladen worden. Das ist natürlich auch, gehört zu den liberalen Werten. Wir wollen natürlich ein freies Denken fördern, und insofern ist es total spannend zu beobachten, wie es sich auch auf uns Verbraucher auswirken wird. Ich hoffe im positiven Sinne, es gibt natürlich viele Downsides für Technologien. Die können natürlich auch von gewissen politischen Schwung für andere Dinge okkupiert werden, aber wir gehen momentan davon aus, da die Kraft wirklich aus der vernünftigen Mitte auch kommt, dass es einfach ein Gewinn für uns alle sein kann. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich gleich sehr proaktiv einbringen. Ich kenne das selber, ich saß früher selber an solchen Veranstaltungen. Frontalunterricht ist das Schlimmste, das haben Sie in der Uni auch genug. Heute haben Sie die Chance, auch mit ein paar Experten über das Thema konstruktiv zu reden. Vielleicht nicht nur konstruktiv, sondern vielleicht auch sehr kontrovers. Und deswegen reden Sie uns gerne mal ab, wenn Ihnen was nicht ist. Vielen Dank. Mach noch dein Handy aus, das wird ernst. Ich versuche zu hören. So, ja, dann vielen Dank erstmal an alle drei für Ihre Inputs. Beginnen wir doch vielleicht noch mal kurz mit der Begriffsklärung. Ich glaube, Herr Fasskämper hat es schon erwähnt, dass immer gesagt wird, ja, die Blockchain ist interessant, aber Bitcoin ist ein bisschen, können Sie das noch mal ein bisschen auseinander dividieren, inwiefern ist sozusagen Blockchain der interessantere Teil dieser Technologie und Bitcoin weniger? Also das vermag ich jetzt noch nicht zu sagen, ob am Ende die Kryptowährung als sozusagen die erste Blockchain-Anwendung das Revolutionäre sein wird oder eben dann das gesetzte Grundbuch, das eben gerade beschrieben wurde, oder auch das Wählen über Blockchain, was ja auch so eine Anwendung ist, das Personalausweissystem auf Blockchain. Also man kann es eben, wie ja schon mehrfach erwähnt, überall da einsetzen, wo Intermediäre jetzt noch, respektierlich könnte man auch sagen, Durchlauferhitzer im Einsatz sind, ja, die nicht wirklich auch einen Mehrwert erbringen über solche, dafür auch dann mal abkassieren. Ich sehe mich mit Bitcoin, deswegen Blockchain ist immer dabei. Im Hintergrund sind auch Themen, wo wir uns in Zukunft beschäftigen wollen, aber die Kryptowährung als solche, wir werden jetzt andere Kryptowährungen bei Bitcoin.de aufnehmen in der Zukunft, sind natürlich das Thema, was für uns da ganz stark im Fokus steht und was auch schon genug revolutionäre Visionen mit an Bord hat. Und von der Seite her würde ich jetzt gar nicht da versuchen, den Unterschied machen zu wollen. Ich glaube, es sind auch zwei verschiedene Paar Schuhe, weil wenn wir jetzt über Grundbücher reden, über Wahlen, über auch, ich sag mal, gar solche Schuldverschreibungen, die da von A nach B kommen, dann hat das ja auch, dann geht es um Transaktionen, dann geht es darum, Geld zu sparen, dann geht es darum, Schnelligkeit zu gewinnen bei solchen Transaktionen. Und deswegen ist das auch der Hauptgrund, warum sich eben solche Banken und andere damit beschäftigen, weil es geht am Ende um Geld, um Arbeitsplätze, um bessere Wirtschaftlichkeit der Unternehmen, die alle im Wettbewerb stehen und momentan eben von allen Seiten kommen. Und ja, und die Kryptowährung, ich will jetzt auch nicht eben am eigenen Statement schon viel zu gesagt, weil es weit darauf eingehen, aber es wird ganz spannend werden eben, wie weit Staaten das zulassen werden, weil, wie gesagt, man müsste sonst das Internet abschalten, um solche Dinge dann am Ende wirksam regulieren zu können. Alle Regulierungsbehörden in der Welt sagen, wir können es nicht regulieren, ja, und geben das auch zu, dass sich das der Regulierungskraft entzieht. Und ja, ich denke, aber es wird staatliche Währungen, wenn ich es eben nicht schon erwähnt habe, sollte nicht ersetzen. Wird also wirklich ein Gradmesser werden, deswegen vergleiche ich Bitcoin auch immer mit Gold. Das ist das digitale Pendant zum physischen Gold, weil ähnlich selten wie Gold, ich sage es immer sogar noch besser, selten wie Gold, weil mathematisch gesichert selten. Gold hat ja immer noch eine Inflationsrate und wenn sich morgen der Goldpreis verdoppelt, erhöht sich auch automatisch die Menge des Goldes, die aus der Erde geholt wird, und das ist bei Bitcoin eben anders. Ja, die eingebaute Inflationsrate ist festgezurrt in dem Algorithmus und irgendwann bei 21 Millionen Einheiten ist halt Schluss. Und deswegen haben wir es hier mit einer deflationären Währung zu tun. Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund des Erfolges. Wenn das nicht wäre, da viele Ideen mit Schwundgeld und eben auch Staaten, die jetzt ihre eigene digitale Währung ausbringen. Aber das wäre für mich keine Revolution. Ja, das wäre, wenn jetzt der digitale
digitale Euro kommt, wo dann aber letztlich am Ende wieder jemand den Daumen drauf hat, wie die Geldmenge bestimmen kann, Zinsen dafür nimmt, dann hat das mit Bitcoin und Blockchain relativ wenig zu tun. Deswegen muss man, glaube ich, auch, das, damit will ich dann auch abschließen, unterscheiden. Es wird ganz oft von Blockchain gesprochen, aber am Ende ist es nichts anderes wie eine dezentrale Datenbank für die meisten Anwender. Weil die echte Blockchain ist frei. Und die echte Blockchain kann eben nicht nachträglich von dem Erfinder der Blockchain manipuliert werden. Das ist eigentlich für mich der wesentliche Unterschied zu den echten Blockchains und diesen, geschlossenen Closed-Shop-Systemen, die da jetzt überall entwickelt werden. Ich würde die Frage mal an dich weitergeben. Also euer Research fokussiert ja, wenn ich das richtig sehe, vor allem auf die Blockchain. Das einschätzen Bedeutung Blockchain. Ja, wir reden in der Regel von der Bitcoin als die Blockchain der ersten Generation. Das ist ein One-Trick-Pony. Diese Bitcoin-Blockchain kann genau eins und das ist Bitcoin. Und das ist auch gut so. Das macht das hervorragend. Wenn es seit mehreren Jahren, 8, 9 Jahren jetzt am Laufen, das können viele andere Systeme nicht von sich behaupten. Die Anwendungsbeispiele, die wir gerade genannt haben, neue Customer, Real Estate, die setzen voraus, dass ich meine Geschäftslogik, meinen Vertrag, meine Transaktion in die Bitcoin als Software hinein, in die Blockchain als Software hineinschreiben kann. Und das ist im Wesentlichen erst durch den Launch von Ethereum 2014, der Ethereum-Blockchain, entstanden. Bis zu dem Zeitpunkt bin ich auch rumgelaufen, habe Vorträge bei deutschen Banken gehalten und die haben mir gesagt, was sie machen, ist kriminell, das sind kriminelle Machenschaften, wie man von Mt. Gox gehört und so weiter. Erst im Prinzip mit der Blockchain der zweiten Generation ist eigentlich das Interesse großflächig erwacht. Da ist noch mehr als nur Cryptocurrency. Und dann sind die ganzen Beispiele Corporate Bonds Management bei der Deutschen Bank, darüber kann ich reden, das haben wir publiziert, wie das vonstatten gehen kann, erst entstanden. Für uns ist die Kryptowährung als eine Anwendung auf der Blockchain vielleicht 1% des Universums von Dingen, die man auf der Blockchain abhalten kann. Es startet da, es macht auch Sinn, dass es da startet. Denn wir reden hier über die Tokenization of Economy und eine Währung ist natürlich ein fantastischer Token, ja, der wandert. Aber alle anderen Dinge, die auch wandern können, wie Eigentumsrechte, Intellectual Property und so weiter, können natürlich auch tokenisiert werden und können, wie das Haus, ja, wo im Prinzip die Blockchain notarielle Services übernimmt, durch eine Blockchain unterstützt werden, eindeutig, irrefutable, unchangeable etc. Alle die Vorteile, die eben mit der Blockchain einhergehen. Jetzt habe ich im April dieses Jahres für den jordanischen für die jordanische Zentralbank einen Workshop in Amman gemacht. Und die sagten, das ist ja wunderbar, was sie machen, aber eigentlich dürfen wir hier gar nicht sitzen, weil letzte Woche hat unser Zentralbankgouverneur die Blockchain verboten. Das ist illegal. Wir wissen gar nicht, wie wir sitzen dürfen. Fair enough. Ja. Vielleicht wird sich wieder ändern. Und der zweite Punkt war, hier geht nur eine Internetleitung, eine T1-Leitung nach Jordanien rein, die geht auch noch durch Israel. Manchmal haben wir hier kein Internet. Was machen wir denn da? Ja, das sind genau diese Themenstellungen, die die Länder bewegen. Was wir hier diskutieren, ist ein First-World-Problem. Wir können das. Eine Bitcoin-Bezahlfunktion, die Real-Time-Echtzeit-Online-Zugang erfordert, ist in vielen Regionen der Welt gar nicht machbar. Aber dann lassen sich andere Lösungen konstruieren und deswegen ist dieses Feld der Blockchain-Entwicklung, da haben Sie Sidechains und andere Chains, und die können Sie sozusagen entweder zurückführen oder auch nicht, in die Main-Chain. Da sehen Sie schon, die Thematik ist weitaus komplizierter, als man das in dem Podium hier diskutieren kann. Aber genau aus dem Grund argumentiere ich auch immer, es ist höchste Zeit, dass wir uns alle sofort mit dem Thema auseinandersetzen. Die Blockchain, wie das Internet, came to stay, das Ding geht nicht wieder weg. Und gerade in Deutschland, was mich massiv ärgert, ich bin Deutscher, ich bin dänischer Staatsangestellter, hier wird sehr viel über Industrie 4.0 und über das Internet der Dinge gesprochen. Das sind für mich die Muskeln. Keiner denkt über das Nervennetz, über das Gehirn nach, die diese Muskeln miteinander verbindet. Da muss viel mehr passieren und deswegen bin ich sehr dankbar für Gelegenheiten wie heute, das vermitteln zu können. Da muss viel mehr passieren. Währung ist ein Anfang, da wird auch viel mehr noch passieren im Währungsbereich, da können wir noch drüber zu sprechen kommen. Aber sicherlich, die Blockchain ist deutlich disruptionaler als die Anwendung, über die wir heute reden, die für sich genommen natürlich auch schon sehr spannend ist, nämlich die kryptografische Repräsentation von Währung. Herr Bodek, will ich
Frage vielleicht ein bisschen modifizieren. Bedeutet das nicht letztlich eigentlich, dass wenn sozusagen das wirklich Revolutionäre die Blockchain ist, dass der interessantere Effekt das Ersetzen von Geld ist, nicht durch ein neues Geld, sondern sozusagen das Überflüssigmachen von Geld, also dass sozusagen Transaktionen abbilden, das in einer Form, dass es eigentlich eine Währung dazwischen schaltet in dieser alten traditionellen Form gar nicht mehr braucht? Nein. Also, das ist jetzt sehr, sehr, sehr verkürzt dargestellt, weil das existierende Geldsystem wird sich ja nicht von heute auf morgen verändern. Und auch nicht innerhalb der nächsten 20 Jahre oder 30 Jahre. Also es ist vollkommen utopisch, dass das funktioniert. Wenn man nach Murphy's Law geht, könnte es vielleicht passieren, dass sich das alles verselbstständigt, aber dazu ist das alte Geld auch noch zu stark manifestiert in den Strukturen der Gesellschaft, der Welt. Also Geld ist ja einer der wenigen gemeinsamen Nenner, die wir weltweit haben. Geld will jeder haben. Und Geld existiert in jedem Staat, jeder Staatsangestellter, je nachdem auch Demokratie oder vielleicht ein anderes politisches System, hat auch eine gewisse intrinsische Motivation, an diesem Topf zu partizipieren. Also insofern glaube ich nicht, dass das eine oder das andere sofort substituieren wird. Ich fand das Beispiel von Herrn Beck aus Dänemark ganz gut. Ich war jetzt, wie gesagt, in Kopenhagen und habe mir eigentlich hier den Spaß gemacht, tatsächlich Bargeld mit zu besorgen und zu überprüfen, wo kann es eigentlich noch ausgeben. Das ist tatsächlich so, dass es sehr schwer wird. Und es ist für mich als Deutscher eine ganz andere Erfahrung. Ich bin jetzt vielleicht dadurch, dass ich aus diesem Fintech-Umfeld komme und zig Karten in der Tasche habe von irgendwelchen tollen Frontend-Fintechs, die kreditkartenbasierte Girokonten anbieten, eigentlich auch schon das digitale Geld gewöhnt bin. Es ist doch spannend zu sehen, dass es Gesellschaften gibt, die tatsächlich diesen Gedanken, den Sie gerade schon so leicht angerissen haben, leben. Das ist ja auch kein dänisches Phänomen. Ich meine, die USA haben eine Kreditkartenhistorie, da zahlen sie alles mit Kreditkarten und überschulden sich. Es wird auch weniger kontrolliert, da wird die Blockchain eine ganz wichtige Rolle zum Beispiel spielen später. Hätte wahrscheinlich die Finanzkrise verhindern können, in ganz wichtigen Punkten. Aber um die Frage abschließend zu beantworten, nein, es wird dieses klare Substitut nicht sofort geben. Es ist gerade eine sehr sinnvolle Ergänzung, auch wenn Sie Vermögen gerade haben, auch wenn Sie Student sind, gerade jetzt in Bitcoin zu investieren, ist vielleicht sehr herausfordernd, weil der Kurs auch etwas hoch ist. Aber wenn Sie etwas mehr Geld auf der Seite haben, ist es tatsächlich gerade eine sinnvolle Ergänzung auch für Ihre Altersvorsorge. Weil man macht ja immer eine Mischkalkulation. Man versucht ja immer zu streuen, das Risiko. Und Bitcoin, gehen Sie auf bitcoin.de, aber auch andere Finanzmarktplätze im Internet bieten Bitcoin, dort können Sie das erwerben. Es gibt auch andere Kryptowährungen, die Sie dort erwerben können, die auch viel Sinn machen. Ich habe zum Beispiel viel Geld nicht mit Bitcoin verdient, sondern mit einer anderen Währung, gerade ganz aktuell, die in den Markt gekommen ist. Da gibt es wahnsinnig viel zu entdecken, es macht einfach Spaß. Und ich kann Ihnen das auch nur empfehlen, gerade weil Sie auch die meisten von den Jungen sind, aber auch die Herren und Damen, die vielleicht in meinem Alter oder auch darüber sind. Sie müssen sich damit auseinandersetzen, gerade die jungen Leute, weil das werden sie jetzt erlernen und das wird ihre Zukunft sein. Das werden wir mit Abstufungen in unseren Altersklassen alle gemeinsam erleben, aber sie wird es am bedeutendsten affektieren. Deswegen sollten sie auch unbedingt sich einen Überblick verschaffen, wie es funktioniert. Sollten sie mal in einer Bank anfangen in den nächsten Jahren, wird das übrigens auch von ihnen erwartet. Von einem jungen Blut wird erwartet, dass sie mehr Ahnung haben als die, die schon da sind. Das ist dann ihr Essen. Jetzt hatten Sie so schön gesagt, Geld will jeder haben. Das ist ja nur zum Teil richtig. Es ist durchaus auch Geld, das niemand haben möchte, weil es eben sehr schlechtes Geld ist. Vielleicht jetzt nochmal die Aufforderung sozusagen zum Pitch. Was ist denn wirklich der Vorteil von Bitcoin gegenüber dem heutigen Geld, mit dem wir so uns herumschlagen müssen? Ja, erstmal danke hier. Ne? Also das war ja quasi eine Bewerbungsrede für offene Posten für die Öffentlichkeitsarbeit bei uns. Aber ich empfehle Bitcoin nie. Ja, ich sage eigentlich bei jeder Veranstaltung, nichts für Fans von Sparbüchern, nichts für schwache Nerven und definitiv auch noch nichts für die private Altersvorsorge. Ne? Also wenn jemand investiert, trotz meiner Warnung, nicht hinterher zu mir kommen und sich beschweren. Es gibt trotzdem viele, die es dann machen, trotz der Warnung. Weil letztlich ist es ein Experiment immer noch nach 8 Jahren. Wir wissen alle nicht, in welche Richtung der Zug fährt, aber es gibt selbst Banker, große Family Offices, die jetzt da rein diversifizieren, weil sie sagen, naja, vor Bank gibt es auch nichts und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Geld wieder weg ist. Und wenn das eben nur ein kleiner Teil ist, dann können wir damit leben und dann ist es eben nicht dramatisch. Es gibt Prognosen, dass der Bitcoin-Kurs bis 2030
bei $500,000 sein soll. Das ist prozentual gesehen weniger wie von 2 Euro auf 1.000, weil die haben wir ja schon hinter uns. Ja, also der große Sprung ist im Prinzip schon passiert, aber Costolani hat ja auch mal gesagt, gute Aktien kann man immer kaufen, weil die sind immer zu billig. Und deswegen, ich weiß es auch nicht, wohin der Zug da geht. Und wenn das denn so wäre 2030, dass wir dann wirklich eine Parität hätten, oder da hätte man nämlich eine Parität von physischem Gold zu digitalem Gold, also alles Gold der Welt in Barren und Münzen, was ja auch unter den Eiffelturm passt, dieser Würfel immer noch, das ist ein schönes Bild, wäre dann genauso viel Geld wert wie alle Bitcoins, die es gibt. Ne? Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich sage mal, wenn man in einer immer mehr digitalisierten, vernetzten, globalisierten Welt davon ausgeht, dass eine digitale Währung, oder ich sage mal in Klammern, ein digitales Gold eine Daseinsberechtigung hat, dann sollte man sich Kryptowährungen genauer anschauen. Und weil ich glaube, die Vorteile, die das Ganze eben bietet, das war ja die Eingangsfrage, dass es extrem einfach zu transportieren ist und eben damit zu bezahlen, dass es eine Limitierung gibt auf die Menge, ich also nie Angst haben muss, dass es da statt 21 Millionen mal 42 Millionen gibt. Man kann das ändern, ja, also kann jeder hier die Bitcoin-Software modifizieren, damit online gehen, aber dann eben fängt man wieder bei Null an, muss ganz viele Menschen überzeugen, den eigenen Client, also die modifizierte Software zu benutzen, muss Investoren finden, muss Börsen finden, die den neuen Coin handeln und so. Also muss ich die komplette Infrastruktur im Grunde genommen das Vertrauen selbst neu aufbauen. Dann kann man das verändern. Aber solange alle, ich sag mal, solange ja, 10% der User sagen, nee, machen wir nicht mit, finden wir durch die Änderung, weil es wird ja gerade so ein Hardfork diskutiert bei Bitcoin, weil man die Menge der Transaktionen erhöhen will, die ist aktuell aufgrund technischer Restriktionen bei 300.000 so grob gedeckelt. Wenn 10%, wie es bei Ethereum waren, sagen, nee, machen wir nicht mit, dann gibt es halt dann zwei Leben. Ja, also so ein ganz demokratischer Prozess und die Vorteile. Also ich beschreibe es mal ganz schön, auch an einer Anekdote kann jeder nachgoogeln. Bitcoin saved my life ist ein Brasilianer, der in Thailand Urlaub gemacht hat. Er hat nur eine bestimmte Menge brasilianische Real umtauschen können in US-Dollar, um dann in Thailand damit eben bezahlen zu können. Und den Rest hat er in brasilianische Real mitgenommen, ist dann rübergeflogen und hat dann mit Entsetzen feststellen müssen, dass keiner seine brasilianische Real haben will. Die waren nicht tauschbar in Thailand. So, dann war der Urlaub quasi erledigt, weil er hatte nur $50 dabei und es reicht irgendwie für eine Nacht und dann war jetzt quasi wieder nach Hause gehen müssen. Und er hat sich dann aber erinnert, Mensch, ich habe ja noch Bitcoins. Hat dann seinen Kumpel zu Hause geschrieben, hier, du musst dich jetzt mal an meinen Rechner setzen, da hier so öffne ein Passwort und dann kriegst du mir mal meine Bitcoins von zu Hause hier auf mein Smartphone. Das hat er dann auch gemacht und er hat ja dann auf sein Smartphone gekriegt, die Coins und sein Wallet und hat sich dann über localbitcoins.com, erwähne auch gerne mal Wettbewerber, also es gibt auch ein paar andere Börsen, in Deutschland sind wir die einzigen, die sagen wir mal, sich bisher, glaube ich, in Berlin noch keiner getraut hat, weitere Erlaubnisse zu erteilen. Und dann hat er sich bei Local Bitcoins verabredet mit Mädel von Starbucks in Bangkok und hat seine Bitcoins in thailändische Baht umgetauscht und der Urlaub war gerettet. Also es ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wie Probleme gelöst werden können. Es gibt, also die Geschwindigkeit ist eine Rolle, die Kosten waren, spielen eine Rolle. Momentan sind Bitcoin-Transaktionen relativ teuer aufgrund eben dieser Beschränkung der Menge. Gibt es jetzt einen Wettbewerb und die Überweisungsgebühren, die freiwillig sind in dem System, gehen trotzdem jetzt nach oben, weil eben viele Transaktionen durchführen wollen und dann ist das im Wettbewerb über Google, wenn ich da Werbung schalte, wer viel bietet, ist halt weiter oben und so ist es jetzt im System auch, wer hohe Gebühren zahlt, als jemand anders kriegt seine Transaktion eher durchgeführt und prozessiert, als jemand, der jetzt vielleicht nichts bezahlt oder nur ein bisschen. Und deswegen, da muss ich jetzt in der nächsten Zeit was tun, aber da wird auch was passieren. Ich glaube, es gibt so viel Geld gerade in dem System drin, dass sich die ganze Community, alle, die da beteiligt sind, investiert sind, die können sich überhaupt nicht erlauben, den Kamera vor die Wand zu fahren. Also wird es irgendeine Lösung geben und eben ein Hardfork, wo dann auch, sagen wir mal, über 90% am Ende mit leben können. Ähnlich wie bei Ethereum wird das kommen. Und ja, dann werden Überweisungen wieder günstiger werden. Es darf natürlich auch nicht am Ende so sein, dass es dann gar nichts mehr kostet, weil dann gibt es am Ende für die Miner, sind jetzt sonst zu kompliziert, aber die Miner, also die Bitcoins generieren, die auch für die Sicherheit im Netzwerk sorgen, die bisher einen Anreiz haben, das weiter zu tun, ihre Rechner am Laufen zu lassen, Strom zu investieren, neue Hardware zu kaufen. Also da muss es schon weiterhin für die auch einen Anreiz geben. Aber es gibt so viele Modelle, die gerade entwickelt werden, wo also Bitcoin auch nur noch das Vehikel ist im Hintergrund. Ja, wo also man gar nicht mehr merkt, dass man gerade mit Bitcoin bezahlt hat, weil einfach das nur noch das Transaktionsmedium ist, um das Geld von A nach B zu versenden und wo quasi erst im Moment des Kaufes der Ware oder der Dienstleistung Bitcoins erworben werden und am anderen Ende sofort Minuten später wieder umgetauscht werden, wo also auch die Wechselkursrisiken praktisch keine große Rolle mehr spielen. Und ja, es
super spannend und was da so passiert, wenn man sich überlegt, Auslandsüberweisung nach China, immer noch 2-3 Tage, manchmal noch länger, bis das dann da ist, so ein Anachronismus, ja, also dass da nicht schon eher irgendwie was passiert ist, ist ja eigentlich, kann man gar nicht glauben, dass das also immer noch so läuft, wie im Grunde genommen vor 50 Jahren. Roman, ich reiche die weitere Frage auch an dich weiter mit einer leichten Ergänzung, also einmal, wie schätzt du die Qualität von Bitcoin als Geld, als Währung ein? Und Herr Flaskamp hatte ja das Thema Skalierbarkeit jetzt im Grunde schon angesprochen. Also das ist ja ein Thema, das man immer wieder als Kritik oder als Vorwurf sozusagen im System gegenüber hört. Wie schätzt du das ein? Die Bitcoin-Blockchain ist immer noch der Goldstandard, was das Thema Sicherheit anbelangt. Also das Thema Mining und wie die Bitcoin sozusagen, der Transfer über die Miners dargestellt wird, ist sehr energieeffizient, energieintensiv. Ja, also ökologisch ist es nicht. Ist wenig skalierbar. Das ist aber sozusagen der Austausch zwischen Sicherheit und Performance. Wenn man eine andere Balance wählen kann, weil man sagt, mir reichen 99,8% Sicherheit, nicht 99,9 irgendwas, dann kann man schon einen anderen Konsensusmechanismus wählen, der ist dann auch nicht mehr die Lösung zu einem kryptografischen Puzzle, wie das die Blockchain der Bitcoin macht. Dann habe ich diesen Energiehunger nicht mehr in der Blockchain. Ich habe das aber und ich habe eine höhere Performance. Ich habe es aber eingetauscht. Es ist ein bisschen unsicherer. Was heißt ein bisschen unsicherer? Das ist dann immer die Diskussion, eine Blockchain, die kann doch bestimmt auch gehackt werden. Na klar kann die gehackt werden. Eine Blockchain kann manipuliert werden. Ja, wenn ich die Mehrheit, ja, 51% hier im Raum überzeugt, das waren doch 50 Euro, die ich dem Christian gegeben habe. Keine Ahnung, wir teilen uns den Gewinn nachher und sagen, ja, ich ändere meine Meinung. Dann kann ich natürlich auch den Konsensusmechanismus austricksen. Das sind alles Fakten. Ja. Das ist ein man-made construct. Und alles, was wir jemals gemacht haben, war nie perfekt. Auch die Blockchain ist nicht perfekt. Aber es ist deutlich besser als alles, was wir bisher gesehen haben. Und da muss im Prinzip die Bewertung angelegt werden. Das ist nicht perfekt, also lass es. Okay, wie sieht denn der internationale Zahlungsaustausch mit SWIFT heutzutage aus? Wie oft wurde SWIFT gehackt? Wie viele Milliarden wurden in Thailand, das ist ja gerade schon angesprochen, sind da sozusagen abgesoffen, weil jemand sich in dieses Zahlungssystem einhacken konnte. Das ganze Thema sozusagen muss von der anderen Perspektive betrachtet werden. Das ist auch im Prinzip das Thema Vertrauen und Währung. Wir sind natürlich kritisch alle neuen gegenüber, das ist absolut in Ordnung. Und wir versuchen, den Fehler zu finden bei Bitcoin. Und das ist auch in Ordnung. Aber das zwingt uns implizit, uns mit der jetzigen mit dem jetzigen Währungssystem auseinanderzusetzen. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen. Und das ist der hochspannende Ansatz hier. Wir hinterfragen eigentlich, wo kommen wir eigentlich her? Und wenn wir in diesem Prozess zu dem Punkt kommen, dass wir eigentlich auch nur Alchemie betreiben und dass das eigentlich einen Zacken besser ist, weil das ist sozusagen Alchemie nicht auf Paper, sondern auf kryptografisch gesicherten Verfahren, dann kommt vielleicht der eine oder andere zu der Entscheidung, ich akzeptiere das, weil ich muss nicht vertrauen, dass die Transaktion, Zahlungsverkehr nach China, über mehrere Zentralbanken, ich weiß ja, gucken, wie das läuft, ja, ich kenne das Spiel, ich überweise auch mein Gehalt nach Deutschland, ich wohne noch in Frankfurt, ja, ich kenne die nach Kopenhagen, ich weiß, wie der internationale Zahlungsverkehr zwischen Deutschland und Dänemark aussieht, das hat mir die Nordea mal genauestens erklärt, ich wollte wissen, wo mein Geld bleibt, wir machen hier die Blockchain-Projekte, das könnten wir alles anders gestalten, aber wir müssen hinterfragen die jetzigen Systeme. Das ist der große, große Chance für uns. Wo kommen wir her? Wie sehen die Systeme aus? Und können wir die ändern? Und vielleicht ist Teil der Änderung Blockchain, aber vielleicht auch nicht. Das Thema Blockchain, Bitcoin hat eine fantastische katalytische Wirkung auf die gesamte Finanzindustrie. Ich erlebe das ganz oft, dass ein CIO und CTO sagt, ja, da brauche ich doch keine Blockchain für. Das kann ich auch anders. Und dann sage ich, ja, und warum machen Sie es noch? Und dann gibt es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Projekten, da werden dann föderierte Datenbanken eingebaut, da werden dann noch Daten abgeglichen, da werden Daten normalisiert. Das sind alles im Prinzip Projekte, die losgetreten wurden, weil so etwas wie ein Paradigmenwechsel, so etwas wie eine Bitcoin im Raum steht und man sich intensiv Gedanken machen muss, wie mache ich eigentlich Geschäft heute? Und nur eine Alternative mag sein, ich migriere auch zu Blockchain, ich migriere auch zu Bitcoin und mache das. Aber das ist im Prinzip das Fantastische an dem Thema. Es zwingt uns, mit den jetzigen Systemen sich uns intensiver auseinanderzusetzen. Aber wir müssen diesen Diskurs führen. Und vielleicht noch ein Thema sozusagen, setzt sich Blockchain, Bitcoin durch und auch das Thema alternative Währungen. Es
gibt zwischen 700 und 800, genau mag das keiner zu sagen, Cryptocurrencies am Markt. Viele von denen, die werden Sie nie sehen, es gibt nur zwei im Prinzip, die wirklich handelbar sind, das ist Bitcoin, das ist Ether, und dann kommt eigentlich nichts mehr, muss man mal realistisch sagen. Ich bin am Dienstag von einem Moskauer Radiosender interviewt worden, da hat es doch wirklich ein Farmer gewagt, in Russland ein ICO durchzuführen, Initial Coin Offer. Der hat einfach seine Cryptocurrencies ausgegeben, hat 2,5 Millionen US-Dollar eingesammelt, macht er jetzt so alternatives Farming. Und wenn Sie da die Grocery Products kaufen wollen, dann müssen Sie natürlich mit der Währung zahlen. Und der Clou an der Sache ist, diese, ich weiß gar nicht, wie die Dinge heißen, können innerhalb von einer halben Stunde in Rubel gewechselt werden. Das hat eine riesen Welle geschlagen in Russland, weil das zum einen ein aktiver Schritt gegen das Government ist, weil man dem halt vertraut. Und auf der anderen Seite natürlich auch ein Proof of Concept. Jetzt wollten die von mir wissen, machen das jetzt andere Farmer auch? Ist das ein Rollenmodell? Machen das jetzt alle? Being the first ist ein Vorteil. Ich glaube, dass jetzt jeder Farmer mit seiner eigenen Maiswährung aufschlagen kann. Aber es zeigt ganz eindeutig, es ist machbar. Und es ist handelbar. Und deswegen sind die Fixkosten, um in diesen Markt einzutreten, die gehen ganz stark gegen Null. Und deswegen wird der Markt neu aufgeräumt. Deswegen gibt es sowas. Jetzt kann die EZB hergehen und kann eine E-Euro austeilen. Die Bank of England, die macht die Arbeit ja an ihren E-Sterling, also eine kryptografische Repräsentation des britischen Pfunds. Wenn ich damit einverstanden bin, dann mache ich meine eigene Währung und dann gucken wir mal, wer die mir abnimmt. Also da bin ich in der Tat auch deutlich anderer Ansicht. Es wird einen Wettbewerb zwischen Währungen geben und dann schauen wir mal, was hinten rauskommt, hat der Meiner gesagt. Und dann werden wir einen Wettbewerb hier sehen. Und das ist schon längst im Gang. Und wir müssen die Diskussion wiederholen, das war es mir wichtig, ist, wir müssen die Diskussion für das führen. Und wer hat denn hier im Raum auch ein beliebtes Spiel? Wir hatten hier Bitcoin, wir hatten hier eine E-Wallet. Das ist deutlich übermischt. Mein Wallet Provider ist Coinify, das ist ein Danger Startup. Die machen auch einen guten Job, die machen einen super Job. Herr Bodig, ich war ein bisschen überrascht, dass Sie zu einer Anlageempfehlung eigentlich schon ausgesprochen haben. Wir haben gehört, wir sind noch in dieser Experimentierphase. Es gibt inzwischen einen fast unüberschaubaren Dschungel an Kryptowährungen. Es kommen ständig neue dazu. Wenn man sich die Medienberichterstattung anschaut, die nimmt ja auch im Moment sprunghaft zu, also die öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema, finde ich sogar schon in so einer Art Dienstmädchenhose. Also das ist eigentlich ein ganz schlimmer sexistischer Begriff, muss man sagen. Aber bin ich jetzt oder in so einem Zeitpunkt, wo jetzt eigentlich so die letzten Großmütterchen merken, oh, da passiert irgendwas, ich muss da jetzt irgendwie auf diesen Wagen auch aufspringen, sind es nicht ein gefährlicher Zeitpunkt, um in Kryptowährungen einzusteigen? Also wenn ich meiner Großmutter davon erzählen würde, würde sie mir gar nicht glauben, was es ist. Meine Mutter kennt das Thema, aber ich bin da jetzt mal noch nicht auf hochbaren Boden gestoßen. Und Bitcoin ist, wie er wirklich richtig sagte, schon seit fast einem Jahrzehnt am Markt. Also wenn Sie vor knapp 10 Jahren investiert hätten, dass das eine sehr lohnenswerte, ertragreiche Anlage gewesen wäre. Okay, ich darf auch natürlich keine Empfehlung aussprechen, aber ich sage einfach nur, wer seine Anlageklassen streut, minimiert das Risiko, dazu gehört die Cryptocurrency ab einem gewissen Zeitpunkt dazu. Für risikoaffine Personen wie mich vielleicht jetzt, für andere dann später oder gar nicht. Ich finde die Frage sowieso schon schwierig. Wir reden über die Qualität von Bitcoin. Ich würde gerne kontrovers antworten. Ich kann meinen Vorrednern dann nur beipflichten. Wir dürfen eigentlich dankbar sein, dass wir dieses Beispielprojekt momentan haben. Und wir sind alle total überrascht, wie es sich entwickelt hat. Und wir freuen uns, wie es sich entwickelt hat. Weil hinter diesem Geldgedanken ja deutlich mehr liegt, wie Herr Flaskin auch in seinem Statement sagt, es geht auch um Information und Freiheit natürlich. Und Daten. Und das ist einfach ein wahnsinnig tolles Beispiel zu vielen Theorien, die wir auch in der Wissenschaft eigentlich in den letzten 30 Jahren diskutiert haben, dem Internet das erste Mal angestoßen haben und jetzt über die Blockchain-Technologie vielleicht auch mal ganz anders betrachten müssen. Auf die Finanzindustrie runtergebrochen, ist Blockchain vielleicht jetzt nicht unbedingt, also ich stimme Herrn Beck zu, es ist vielleicht ein Trigger, dass man sich jetzt mit Themen anders auseinandersetzt. Wir brauchen die Blockchain aber nicht, um die gleichen Leistungen abzubilden. Das Problem ist, wie Herr Beck richtig gesagt hat, dass die Finanzindustrie halt niemals die Motivation hat, es zu tun, weil ja auch niemand eine Alternative vor
Zahlungseingang ermöglichen. Also wenn Sie eine Kreditkartenüberweisung machen, das Geld ist sofort da. Sie können Realtime-Überweisung per Kreditkarte, können Sie heute schon machen, brauchen Sie keine Blockchain. Sie können heute aus London nach Nigeria Geld überweisen, innerhalb von mindestens einer Minute ist es Ihr Transfer-Wise-Konto beispielsweise, oder wenn Sie immer noch mit Western Union gerne viel Geld ausgeben, ist es bei Western Union halt sofort da und Ihre Familie kann sich das in Nigeria, in Lagos oder so dann direkt machen. Die Technologien sind heute schon da. Wenn Sie sich M-Pesa aus Kenia angucken, wo ja im Prinzip die ganze Bargelddistribution auch abgeschafft ist, weil, verstehen Sie mich da nicht falsch, aber wenn im hinterletzten Busch derjenige auch irgendwie seine Zuwendung vom Staat haben möchte oder von seinen Verwandten, wird es halt per klassischer SMS-Technologie über das Handynetz distribuiert. Das funktioniert ja auch in Realtime oder nahezu in Realtime. Also die Technologie gibt es heute schon her. SEPA überlegt auch gerade, SEPA Direct Payments zu machen, also dass sie auch dieses Realtime-Transfer-System etablieren. Die Frage ist ja immer, wo ist die Nachfrage und was macht es auch für einen Sinn? Jetzt ist die Nachfrage nicht da, weil der Kunde möchte das auch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe früher auch mal in der WG gewohnt und da war immer der größte Pain für uns, dass wir eine gemeinsame WG-Kasse hatten. Also wir hatten das noch physisch, ich weiß gar nicht, was das für ein Teil war, aber da stand die eine Dose. Da hat jemand was rausgenommen, hat was eingekauft, am Ende des Monats haben wir irgendwie geguckt, dass alle irgendwie vernünftig eingezahlt haben und wir, dass nicht jeder irgendwie davon abends feiern gegangen ist für seinen eigenen Zweck, sondern deswegen gerne das. Und heute könnte das auch über digitale Wallets laufen, über P2P-Payment-Lösungen, auch keine Blockchain-Technologie bedingen, aber wo Sie das Geld halt über Ihr Handy hat, beispielsweise, ich kann hier auch zwei empfehlen, Kringle oder Lens, da empfehle ich sehr gerne, wo Sie das direkt teilen können. Dafür brauchen Sie auch keine Blockchain-Technologie. Also Blockchain-Technologie ist auch kein Allheilmittel. Das wird halt der Träger momentan sein, um Umdenken anzustoßen, um uns abzuschließen. Langfristig bin ich aber davon überzeugt, also wenn wir es wirklich auf die Kette kriegen, Blockchain zu etablieren, dann wird sich alles verändern. Und es wird einen großen, großen Shift von Arbeitsplätzen geben, weil viele Arbeitsplätze werden wir nicht mehr brauchen, auch zu Recht nicht mehr brauchen, weil es vollkommen absurd ist, wenn Sie sich auch mal die Zentrale der Commerzbank in Frankfurt angucken, wie viele Leute dort arbeiten. Es ist vollkommen absurd, Sie können dieses Business auch mit weniger Leuten einfach durchführen. Das bedeutet ja nicht, dass man alle Leute rausschmeißen will. Die Commerzbank will ja jetzt auch leider gerade 10.000 Kollegen rausschmeißen. Das steht dann in der Presse, die Commerzbank schmeißt 10.000 Kollegen raus. Aber keiner liest dann auch mal unter der Überschrift, dass sie gleichzeitig fast nochmal 50% der gleichen Summe schaffen und stellen. In anderen Jobbereichen, wo sich die Jobs einfach hin verlagern. Und was soll eine Bank tun? Soll sie die auf ewig weiter bezahlen und pleite gehen? Sie muss natürlich reagieren, die Jobs shiften. Das mache ich sofort. Heute auf morgen im Rahmen der Digitalisierung 1:1 Jobs von der alten Welt in die neue Welt transportieren kann, ist immer auch klar. Insofern ist es leider auch von der Öffentlichkeit ein bisschen schwierig wahrgenommen, aber de facto wird es so sein, auch Ihre Berufsbilder werden sich verändern. Also Sie werden mit Sicherheit nicht den gleichen Kram durchlaufen, wie ich früher beispielsweise in der Beratung machen musste, wo man sehr viel händisch gearbeitet hat. Das ist heute alles automatisiert, meine jungen Kollegen, die arbeiten so digital, es ist unfassbar, ich muss mich um fast nichts mehr kümmern, könnte ich sagen, aber es läuft heute einfach anders, das werden Sie auch wahrnehmen. Vielleicht direkt da mal kurz drauf eingegangen, wenn neulich jemand erzählt, dass immer noch meistgenutzte ERP-Tool sei Excel. Ja, also da fehlt dann noch ein bisschen was an Innovation, glaube ich mal, hier und da. Ja, also ich glaube, die Leute shiften zu SAP, was deutlich bedienungsunfreundlicher ist, muss ich leider sagen. Aber auch da gibt es wiederum Lösungen, die auch nicht auf Blockchain basieren, aber beispielsweise von vielen Startups. Ich habe gestern mit einem tollen Startup geredet, was noch ein Sales-Modus ist, was ich jetzt leider nicht erzählen darf, aber ich kann den Use-Case erklären, die werden die Reisekostenabrechnung digital einschalten. Und das sind so kleine Anzeichen, dass sich einfach die ganze Umwelt unfassbar verändern wird. Und ich bin jetzt ja auch zuständig für diesen Bereich digitale Transformation. Es gibt momentan keinen, ich kann es nur empfehlen, es gibt kein besseres Produkt, weil Sie können eine Menge klug scheißen. Eigentlich ja gar keine Ahnung. Ein bisschen mehr Ahnung als der Markt. Aber alle machen was in dem Bereich. Und es ist ein unglaublich spannendes Thema. Es ist viel spannender als die ganzen klassischen Berufsbilder, von denen ich jetzt nicht abraten möchte. Aber ich kann nur empfehlen, sich auch im Sinne der eigenen Zukunft zu planen, vielleicht mal ein Berufsbild zu entscheiden, was eine gewisse digitale Affinität hat, damit sie auch in 40, 50 Jahren einen Job machen. Sofort, ich möchte Sie schon mal vorwarnen, dass Sie gleich dran sind, Fragen zu stellen. Also überlegen Sie schon mal, ob Sie eine Frage haben. Herr Flaskenter, bei Ihnen möchte ich
Frage mit anhängen, weil es geht ja hier um die Zukunft des Geldes. Wie sehen Sie denn die Rolle von Kryptowährungen in Relation zu den staatlichen Angeboten? Also ist das tatsächlich einfach ein, sozusagen eine Gleitmusik, die manches erleichtert, oder ist das doch eine tatsächliche Konkurrenz? Wie schätzen Sie das ein? Also Geldpolitik hat ja ganz viel mit Macht zu tun. Und wie wir ja alle wissen, Demokratie ist Macht auf Zeit, aber trotzdem gibt man Macht ja nicht gerne ab. Ja, das sieht man ja auch bei Elefantenrunden und anderen Gelegenheiten, wie schwer es auf den Menschen dann fällt, einmal gehabte Macht wieder abzugeben. Da versucht man auch erfinderisch zu werden, um Tätigkeiten zu finden, die dann doch wieder die eigene Daseinsberechtigung auch irgendwie widerspiegeln und so. Also das ist einfach ein ganz schwieriger Prozess. Und ich glaube, dass man schon versuchen wird, weiterhin staatliches Geld die Fahne da hochzuhalten und dass man auch versuchen wird, Kryptowährungen nicht zu groß werden zu lassen. Wenn Kryptowährungen einen zu großen Einfluss bekommen, wird es sicherlich auch noch mehr Regulierung geben. Man wird dann aber feststellen, ähnlich wie es früher auch Goldverbote ja gab, immer mal wieder in der Geschichte in den verschiedensten Ländern, dass es keinen Sinn macht, sowas verbieten zu wollen, dass es letztlich Papiertiger sind, die da geschaffen werden. Und dass staatliche Restriktion da eigentlich verpufft, dass das nicht passiert. Also Costolani war, glaube ich, in den 30er Jahren, als in Frankreich Gold verboten war, in der Schweiz, meine ich, in seiner Biografie gelesen zu haben, und hat das Geld seines Lebens verdient, weil er mit Franzosen da Gold gehandelt hat. Also es gibt, glaube ich, einen Konsens in der Gesellschaft für Verbot von Waffen und Drogen, und also Patendrogen auf jeden Fall und andere Sachen mehr, aber ich glaube nicht, dass es einen Konsens in der Gesellschaft gibt, gutes Geld, wer auch immer das imitiert, zu verbieten, und auch Gold oder so. Deswegen, glaube ich, muss der Staat sich damit arrangieren, mit Kryptowährungen. Er wird weiterhin staatliches Geld ausgeben, auch staatliche Stellen. Also ich glaube, dass das Finanzamt eine Bitcoin-Adresse hat und ich da meine Umsatzsteuer in Bitcoins überweisen kann, wird das sicherlich noch dauern, wenn überhaupt irgendwann mal passieren. Aber es wird, glaube ich, in Deutschland sowieso, ich meine, wir bauen ja hier ganz dicke Bretter, haben wir eben schon mal erwähnt, hier 80% Bargeldbezahlung im Vergleich zu Skandinavien und so. Also Deutschland ist da ja traditionell sehr skeptisch, was Geld angeht, und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Limited, ja, die britische Gesellschaftsform in Deutschland. Ein sehr guter Freund von mir, mein Trauzeuge, der Michael Silberberger, der hat vor gut 10 Jahren die Go Ahead gegründet, die er dann hinter die Focus AG verkauft hat. Das ist so ein Prozessfinanzierer und so, die Mantelgesellschaften verkaufen in Bonn. Und er ist so verantwortlich für 80% aller Limiteds in Deutschland. Also irgendwie 40.000 Limiteds hat Go Ahead gegründet. Und das ging nur, weil damals der Europäische Gerichtshof entschieden hat, dass es eben diese Niederlassungsfreiheit gibt, auch für Rechtsform, und dass es eben möglich sein muss, eine britische Limited auch hier in Deutschland ins Handelsregister einzutragen. Auch wenn viele Handelsregisterrichter da extreme Schmerzen mit hatten und das immer wieder abgelehnt haben und immer wieder Urteile kassiert haben. Also es war wirklich für ganz viele echt ein Problem, da so eine ausländische Rechtsform in ihr deutsches Handelsregister einzutragen. Und aber am Ende hat es funktioniert, ja. Und was ist passiert? Ja, das, was eigentlich immer mal wieder diskutiert wurde, das war so eine Mini-GmbH auch, so eine Unternehmergesellschaft, ja, die ist dann in einmal gekommen. Und die ist nur gekommen, weil eben die Limited so einen Riesenerfolg in Deutschland hatte und man es wirklich, weil man ein Problem damit hatte, dass eine ausländische Rechtsform hier die Handelsregister überschwemmt. Ja, und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir die UG und nichts ist passiert. Alles, was man vorher an Ängsten hatte, dass das ja ganz schrecklich wäre und dann gibt es ganz viele Insolvenzen und ganz viele Gläubiger würden da benachteiligt werden und also alles das, was man eigentlich die ganzen Ängste immer hatte, die sind nicht passiert, weil eine Unternehmensform alleine macht mich nicht kreditwürdig, sondern da wird geguckt, was ist für, wie viel Eigenkapital ist da, unterschreibe ich dann am Ende privat noch mit für den Kredit, also bürge ich dafür und so, also die Unternehmensform ist völlig glatte. Ja, so. Und das ist aber so typisch deutsch. Ja. Also typisch deutsch, da muss dann erst so eine Idee aus dem Ausland kommen und man muss einfach, also quasi zwangsweise über eben die europäische Ebene mal hier was einführen und man einmal stellt man fest, ja, passiert ja nichts, das ist nicht so schlimm. Ne? So, und das ist im Prinzip so mit anderen, mit diesen Themen jetzt, wie Bitcoin oder Kryptowährung genauso. Das muss jetzt umsatzsteuertechnisch, das ist ja genauso gelaufen. Ne? Deutschland war das einzige Land auch mit, weiß nicht, Lettland, glaube ich, die gesagt haben, nein, also Bitcoin-Transaktionen, die sind auf jeden Fall umsatzsteuertechnisch. Haben auch so argumentiert vom Europäischen Gerichtshof. Und die einzige deutsche Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof, die beraten, die haben einen Richter da, die hat dann gegen Deutschland argumentiert und hat gesagt, hey Leute, wenn ihr das regulieren wollt, dann bitte schön über das Kreditwesengesetz, also natürlich nicht in den Worten, ja, aber bitte schön über das Kreditwesengesetz, aber nicht über das Umsatzsteuergesetz. So, und der Europäische Gerichtshof hat entschieden, privates Geld, ob jetzt reguliert, erlaubt, ja oder nein, völlig egal, muss genauso behandelt werden, umsatzsteuerrechtlich, wie staatliches Geld. Weil man eben Geld nur wie Geld benutzen kann. Bitcoins kann ich mir nicht, kann ich nicht essen und kann ich nicht als Zahnersatz im Mund machen oder sonst was, nämlich anderes Ersatzgeld, und rauchen kann ich es auch nicht. So,
So, und deswegen muss halt genauso behandelt werden. Aber es ist so typisch deutsch, ja, dass wir alles erstmal ablehnen, dass wir Angst haben. Die BaFin ja auch, hat es vorhin eingangs kurz in unserem Gespräch erzählt, 2011, ja, die BaFin sofort Bitcoin reguliert, Schublade auf, da stand dann drauf Rechnungseinheiten, da war schon der IQ drin und die Sonderziehungsrechte des IWFs, die mit Bitcoin nichts zu tun haben, also die auch, ne, weil alles zwar Kunstwährungen, Währungskörbe, aber haben eine Bezugsgröße. Bitcoin hat keine Bezugsgröße, es ist ein frei handelbare Währung. Und, aber Bitcoin haben sie da reingepackt, Schublade zu, damit ist es in Deutschland reguliert. Was heißt, jeder kann eine Erlaubnis beantragen. Ja, de facto ist es verboten, weil man kriegt keine Erlaubnis. So, also es gibt zwar, also weil es halt ganz neu ist und man irgendwie Bedenken hat, wir versuchen es jetzt trotzdem und eine zu beantragen, weil wir den Ratschlägen von deutschen Behörden ins Ausland zu gehen, nicht folgen wollen. Ja, wir wollen das in Deutschland machen. Und aber da muss, glaube ich, ein Umdenken stattfinden. Aber vielleicht nochmal ganz kurz und zum Schluss jetzt, bevor wir vielleicht dann auch in die Frage mal einsteigen wollen, von wegen Investment in Bitcoins und so. Wenn die Bild-Zeitung das in der Headline hat, Titelseite, jetzt Bitcoins kaufen, bitte Kursgewinne mitnehmen. Ja? Also das war beim Gold so, das war beim neuen Markt so. Also ich glaube, dann ist der Zeitpunkt da, vielleicht mal ein bisschen Kasse zu machen. Also Bitcoin wird sicherlich da nicht verschwinden. Ja, wie es vorhin auch Professor Beck auch meinte, also Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben. Oder Kryptowährungen im Allgemeinen, ob es am Ende eine andere ist, Bitcoin sich durchsetzt, wissen wir ja alle nicht. Aber Kryptowährungen sind gekommen, um zu bleiben. Und aber Kursgewinne dann in dem Fall, also daran denken. Ja, also Bitcoin immer mal die Schlagzeilen nicht kaufen, aber man geht ja mal dran vorbei und sieht das dann. Ne? Die lesen die alle nicht. Ne? Dann bitte Kursgewinne mitnehmen. Unsere Anlageempfehlungen werden immer präziser und immer besser. Um sicher zu sitzen zu bleiben, aber damit würde ich gerne die Frage oder? Ja, ich habe sogar drei Fragen. Erste Frage an Herrn Flaskeber, wann gibt es die ersten Bitcoin-Wertautomaten von Bitcoin.de in Deutschland? Der Betreiber von Silk Road sitzt ja 2 Jahre lebenslänglich. Sehen Sie diesen Fall noch als Präzedenzfall für Online-Anwendungen? Für die Welt, also dass man sich noch kriminell, also sagen, dass man sich noch strafbar macht, wenn man mit Kryptowährungen Geschäftsmodelle hochzieht. Und das Dritte, wie sehen Sie jetzt das Thema steigende Energiepreise in Deutschland zum Beispiel? Jetzt werden ja auch sogar Haushalte abgestellt, weil sie die Stromrechnung nicht mehr bezahlen können. Das hat ja dann auch Auswirkungen auf generelle Implementierung. Meinen kann man in Deutschland sowieso nicht mehr. Da geht man dann nach Island zum Beispiel im europäischen Markt. Genau, 3 Fragen. Also, Geldautomaten, Silk Road und Energiekosten. Okay. Also Geldautomat in Deutschland aufzustellen, ist ja bei Todesstrafe verboten. Ja, also da kommt die BaFin ja auch oder die Bundesbank sofort mit der Kavallerie und bringt dann Umzugskartons bei, obwohl man gar nicht umziehen will und so. Also da sind die ziemlich spaßbefreit, will ich es mal sagen. Also es geht einfach nicht. Das ist genauso wie ich es eben gesagt habe, man kann Erlaubnisse beantragen und da braucht man noch irgendwie gleich 4 oder 5, ne, weil ja, mit Zahlungsdienste und irgendwie muss dann ja auch Anlagevermittlung, ist es Eigenhandel, ist dahinter eine Börse angeschlossen oder so. Also das, wenn man ausländische Dienstleister hat, dann braucht man vielleicht eine Erlaubnis dann weniger, aber es ist extrem mühselig. Ich kenne ein paar, die haben es versucht, die haben so ein Ding aufgestellt, auch nur so zu Testzwecken. Der Jörg Platzer hier in Berlin, auch Room 77, da, wer es nicht weiß, jeden ersten Donnerstag im Monat, Berlin-Kreuzberg, Room 77, da trifft sich so die Bitcoin-Szene, ganz spannend, auch aus der ganzen Welt wirklich. Volle Atmosphäre, ich muss selber auch mal wieder hin, ich bin schon lange schon nicht mehr da. Und der hat was in Ding aufgestellt und dann kam wirklich, ich weiß nicht, 3 Wochen später kam ein Brief von der Bundesbank, die fanden das nicht toll. Ja, so. Und dann war das Ding gleich weg und die hauen da wirklich direkt drauf. So. Kannst du das nicht verstehen, also ich würde mir auch denken, Mensch, lass das doch mal und irgendwie die Bagatellgrenzen hoch, dass man es einfach mal ausprobieren kann, Erfahrungen sammeln und nicht sofort mal draufhauen. Das war die erste Frage. Also es wird bei uns wird noch dauern, ich glaube. Ja. Also unter welchem Gesetz wird da argumentiert? Mit welchem Geldwäsche? Oder? Nee, das sind halt diese fehlenden Erlaubnisse. Ne? Zahlungsdienstleister, dann gibt es ja irgendjemand, der verkauft die. Wenn das der Wirt dann ist, dann braucht er nochmal Erlaubnis für Eigenhandel oder Anlagevermittlung. Also meistens ist es Eigenhandel, weil er selber eben die Kontrakte dann macht. Er verkauft und kauft Bitcoins immer zu dem entsprechenden Kurs. Das ist ein Eigenhandel oder wenn er ein multilaterales Handelssystem betreibt, ist es halt für eine Börse, / MTF. Also verschiedenste Erlaubnisse, da beschäftigen sich in der Regel Rechtsanwälte mit Stundensätzen ab 600 Euro für und kann man also die buchen. Und in den USA so ein Geschäftsmodell zu betreiben, ist halt gefährlich. Ja, zweimal lebenslänglich ist ja auch relativ konkret, was unter Strafmaß angeht. Also der wird tendenziell ja wahrscheinlich auch nicht mehr rauskommen. In Deutschland wäre das sicherlich anders gelaufen und
der da vielleicht, weiß ich nicht, nach 10, 15 Jahren wieder draußen, kann man jetzt, wenn sich jeder seine eigene Meinung bilden, will ich auch gar nichts dazu sagen, aber ich glaube so, dass die Amerikaner traditionell sehr drastische Strafrahmen haben für aus unserer Sicht verhältnismäßig ja, geringe Verstöße oder so, ne? Wobei das jetzt irgendwie garantisieren, also einen Marktplatz zu betreiben, wo Drogen, Waffen und so weiter verkauft werden können, ist jetzt definitiv kein Kavaliersdelikt. Aber ich glaube nicht, dass wir in der Situation sind, die BaFin hat ja auch relativ konkret gesagt, was man alles mit Bitcoin machen darf. Man darf in Deutschland Bitcoins handeln, also Eigengeschäfte betreiben, man darf ja, als Firma Bitcoins annehmen, als Zahlungsmittel, die angenommenen Zahlungsmittel auch hinterher wieder verkaufen. Das ist ja alles relativ unkritisch. Man darf eben nur nicht ohne Erlaubnis gewerblich mit Bitcoins hantieren. Also das Stichwort da ist auch so eine schöne Definition bei der BaFin. Solange das ohne Dienstleistungscharakter für Dritte erfolgt, ja, das ist so die Definition, ist das alles eher unkritisch. Aber eben in dem Moment, wo ich als Dienstleister, Börse, Händler, Wechselbörse oder wie auch immer da tätig bin, oder eben so eine Art BitPay mache, also als Zahlungsdienstleister, wo ich auf der einen Seite Bitcoins einnehme und auf der anderen Seite eben Euros dann überweise für Händler, die das als Zahlungsmittel, das ist alles schwierig in Deutschland. So, deswegen, wenn das die Frage war jetzt mit Silk Road, also dass man keine Angst haben muss, also ich glaube, nein, in Deutschland muss man jetzt keine Angst haben, wenn man sowas macht, wenn man Darknet Market betreibt, dann kenne ich da so ein paar Behördenvertreter, mit denen wir auch ab und zu tun haben, die da ein gutes Auge drauf haben und das macht man in Deutschland besser auch nicht, ja, muss man so auszudrücken. Und dritte Frage war Energieverbrauch, ne? Also in Deutschland halt geht es nicht, ist eben aufgrund EEG-Umlage sind wir ja hier in Deutschland bekanntermaßen Land, wo Strom einfach sehr teuer ist. Deswegen ist das Mining schon lange nicht mehr profitabel, es sei denn, Papa zahlt die Rechnung, also die Stromrechnung, oder ich bin Systemadministrator bei der Uni und dass die Rechner abends für mich laufen oder so, und dann ist ja schon passiert. Oder ich bin Programmierer und baue das in so ein Spiel ein, ne, wo die Rechner mit einmal von den Kunden, die alle Geld spielen, mit einmal die Lüfter hochfahren und die fragen, Mensch, ist mein Computer kaputt, weil der Lüfter läuft immer auf Hochtouren und so. Ne? Ja, übrigens in Amerika auch wiederum, einer in Amerika gepackt worden bei so einer Geschichte und der hat, glaube ich, auch gleich 30 Jahre gekriegt oder so. Also für so eine Geschichte, ja, wo man sich auch fragt, okay, vielleicht nicht in Ordnung gewesen, ne? So Diebstahl von Ressourcen, von Kunden und so, aber auch wieder so ein Beispiel dafür, dass man das eher nicht in den USA machen sollte, für den, der da irgendwie Geschäftsmodelle machen will in dem Bereich. So, und aber deswegen, Energieverbrauch, was eben gesagt wurde von Professor Beck, ja, es ist sicherlich nicht ökologisch, das ganze System, aber ich habe die Berechnung noch nicht angestellt, aber wenn man sich mal überlegt, was bei Bargeld so an Energie und Ressourcen bei drauf geht, ja, um Bargeld zu produzieren. Da müssen Bäume gefällt werden, die werden transportiert, da gibt es Druckereien, da gibt es Druckerschwärze, da gibt es Wasser, das geklärt werden muss, dann wird es irgendwie mit vielen LKWs dann zu den Zentralbanken gefahren, die es dann an die Landeszentralbanken verteilen und dann irgendwann ist es Automaten drin, die auch Strom verbrauchen und Leute, die dann da immer das Geld rein und raus machen müssen und so. Also Bargeld, würde ich zumindest gefühlt sagen, ist wesentlich unökologischer, als das Bitcoin oder alle Kryptowährungen auf der ganzen Welt zusammen sind. Und tendenziell, ich weiß nicht, wie die Entwicklung da so weitergehen wird, werden die Rechner ja auch immer besser und effizienter und so, also dass wir irgendwann auch ein Level erreichen vom Energieverbrauch her, was dann auch vielleicht nicht mehr wahnsinnig stark steigen wird. Aber das ist jetzt, wie gesagt, ich bin kein Experte, aber gefühlt eben denke ich, dass es am Ende wahrscheinlich noch verschmerzbar ist, der Energieverbrauch im Verhältnis gesehen zu anderen Dingen, die es gibt. Schon der Treibstoffverbrauch, wenn immer die Notfallladung Bargeld nach Griechenland geflogen werden müssen, sind ja schon beachtlich. Das weitere Fragen. Ja, wir haben ja schon viel darüber gehört, dass das Wesen des Geldes das Vertrauen ist von den Nutzern, von den Menschen. Wir haben eben gehört, das Vertrauen in die Knappheit. Welches Vertrauen haben wir denn jetzt hier, wenn sogar der Gründer von Bitcoin.de sagt, naja, den Algorithmus dahinter verstehe ich im Detail auch nicht. In wessen Abhängigkeit begeben wir uns hier von einer Schicht von Leuten, die eben programmieren können, die das ganze System verstehen, was der Otto-Normalverbraucher überhaupt nicht mehr versteht? Meinetwegen, das Notenbanksystem verstehen vielleicht auch nicht alle, aber immerhin ist es in unsere Staatlichkeit, in unsere Demokratie, die eben keine Mehrheitsdiktatur ist, wie vielleicht so eine Blockchain, sondern eben noch mehr ist als das. Ja, spannende Frage. Sie fahren bestimmt auch Auto, oder? Ja. Verstehen Sie das Auto, wie das funktioniert? Nein, tut mir nicht. Sie meinen, da ist ein Verbrennungsmotor und so weiter, vielleicht sind Sie vom Auto vom Fach her.
Verbrennungsmotor, aber da sind hunderte von Motoren drin und so weiter. Das heißt, leider leben wir in einer komplexen Welt und verstehen leider nicht mehr alles, was um uns herum passiert. Aber wir haben die Möglichkeit, uns das Fachwissen anzueignen, um dahin zu gehen und das uns anzuschauen. Wir haben, das war in der Financial Times im März, die haben so eine Zahl rausgehauen, die 10 größten Blockchain-Companies der Welt, und da reden wir schon von Microsoft, IBM und Co., beschäftigen zusammen 600 Blockchain-Experten. Ich habe einen Vortrag gemacht für den Schweizer Bankverband in Zürich, das war vor 2 Jahren, da sagte mir der CEO von der UBS, die nehmen an, es gibt 1500 Leute auf der Welt, die Blockchain verstehen, Geschäftsprozesse analysieren und beides sozusagen implementieren können. Das ist natürlich erschreckend. Ob 600, 1500, 5000 sind, sagen wir dahingestellt, gegeben den Hype, den wir gerade erleben, ist natürlich viel zu wenig. Wir versuchen, jetzt komme ich mal zurück, was Universitäten und was Sie als Studenten zu leisten imstande sein sollten, die Generation von fähigen Leuten ausbilden, die das verstehen können. Wir machen die zweite Summer School dieses Jahr mit weiteren 30 Teilnehmern, Master- und PhD-Studenten. Da darf man hinterher davon ausgehen, dass die wissen, was sie getan haben, weil die müssen nämlich Smart Contracts in verschiedenen Blockchain-Konfigurationen implementieren und die lauffähig machen. Was ich damit sagen will, ist, das ist kein Hexenwerk. Der Unterschied besteht nur darin, ich muss mir die Sache anschauen, ich muss es lernen und dann kann ich sehen, was passiert. Das Vertrauen verändert sich aber, das ist ein ganz spannender Bereich. Momentan haben wir Vertrauen, was zwischen Institutionen, zwischen Personen stattfindet. Ich sehe Sie jetzt, Sie haben die Frage gestellt, Sie haben sich getraut, ja, vernünftig. Wenn wir dieses Vertrauen auf Technologie übertragen, dann tut sich da was. Wir haben im Prinzip Sozio-Situationen, jetzt haben wir sie in soziotechnischen Systemen. Ich muss darauf vertrauen, wenn ich es nicht auskenne, wenn ich mich damit nicht selber auskenne. Aber ich kann darauf vertrauen, dass Leute, die sozusagen sich das Wissen aneignen können, die sehen das. Und für die ist Vertrauen ersetzt durch Wissen. Und das ist im Prinzip der wesentliche Unterschied. Wenn ich wissen will, was passiert, dann kann ich das lernen und kann mir das anschauen. Wenn ich die heutigen Systeme angehe, ich kann x-mal die Bundesbank fragen, wo ist das Geld im internationalen Zahlungsverkehr, ich kann die Geschäftsbank fragen, die wissen das im Zweifel selber nicht. Ja, momentan haben wir eine schwarze Box in vielen Geschäftsprozessen und hier haben wir ein System, das ich erlernen und sehen kann. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Nicht alle werden das tun. Ich kann mein Auto nicht reparieren. Trotzdem bin ich der Meinung, im Prinzip weiß ich, wie das Ding funktioniert und ich vertraue dieser Maschine mein Leben. Das geht wieder zu dem Punkt zurück, wir verstehen das System nicht und versuchen das irgendwie einzubauen in unsere normale Ordnung. Und das ist natürlich problematisch, weil für uns ist es von der Outside-Perspective Magic. Was passiert da eigentlich? Aber es ist etwas, was man erlernen kann. Insofern ein spannendes Thema. Allerdings sprechen wir auch von zwei wichtigen Phänomenen, wenn Sie sich sozusagen die ethischen Komponenten anschauen. Wir gucken uns an, sowas wie die Desozialisierung von Gesellschaften. Weil wenn ich jetzt zu Bitcoin gehe und dann irgendwie die Bundesbank oder die EZB hinter mir lasse, aber alle anderen das noch irgendwie nutzen, dann macht das auch was mit uns als Gesellschaft. Wir lösen sozusagen Institutionen, gesellschaftlich etablierte Institutionen lösen wir auf. Sukzessive, ja, in 20, 30 Jahren, das weiß kein Mensch. Aber diese sozusagen Peer-to-Peer-Netzwerke, die verschiedenen Anwendungen, da geht es eben deutlich über das Geld als solches hinaus, werden dazu führen, dass staatliche Institutionen in ihrer Legitimität in Frage gestellt werden, die uns aber alle ach so vertraut sind und Identität stiften. Also Desozialisierung von Gesellschaften. Was passiert da vor? Da versuchen einzelne Städte zum Beispiel durch eigene Blockchain-Umgebungen lokale Ökonomien zu schaffen. Ich mache das zusammen mit einer Stadt in Dänemark, aber das macht in Deutschland auch Magdeburg oder in den Niederlanden Rotterdam. Die versuchen lokale Ökonomien zu schaffen mit Blockchain, um wieder eine Nähe zum sozusagen Urban Society zu schaffen. Also das Thema Desozialisierung ist ein Thema, mit dem wir uns stark beschäftigen, wie Blockchain Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Und das andere Thema ist technologischer Determinismus. Wir reden über Sozio-Technical Systems. Ich spezifiziere ein System, ich habe die Specifications und die Requirements, dann implementiere ich das, ja und hinterher. Das kann ja kein Mensch mehr ändern, das ist ja die Idee. Einmal implementiert, kann ich es nicht ändern oder ich muss einen Hard Fork machen, dann ist es aber ein neues System. Bei Blockchain kann ich kein Update, kein Hotfix, kein
kein Patch implementieren, weil jede Veränderung wäre ein neues System. Das heißt, ich habe sowas wie technischen Determinismus, ich habe ein Techno-Social System. Wir müssen uns verhalten, wie es das System vorgibt. Das ist hochgradig unangenehm, wenn das System etwas tut, was wir eigentlich gar nicht wollen. Also auch die Frage, wie kann ich denn mit perfekten Systemen aufwarten, die ich in eine Blockchain gieße, die wir alle als beneficial erachten, weil hoffentlich sind sie beneficial, weil hinterher ändern können wir sie nicht mehr. Ja, ich habe hier Star Trek gewählt, ich hätte auch Skynet. Wenn Sie Terminator, das ist wahrscheinlich auch für Sie, die meisten sind jünger, diese Terminator-Trilogie oder sowas, Skynet, die dann, dieses System, das die Welt umspannte und den Auftrag bekam, die Welt zu schützen. Und das Skynet hat Intelligenz erreicht und hat verstanden, das, was die Welt bedroht, ist der Mensch. Also get rid of Mensch. Das System hat etwas getan, was so nie intendiert war. Und das sind natürlich auch Probleme, die wir mit Blockchain haben. Jetzt will ich nicht gesagt haben, Blockchain ist Skynet. Aber wir haben das an The DAO gesehen, das wird jetzt weit führen, das zu erklären. Da wurde Software implementiert, die erste vollständig autonom in dezentralen Umgebung lebende, existierende Unternehmung. Diese Software wurde mehrfach begutachtet, zertifiziert. Das waren keine Blödel, die das gemacht haben, die mussten schon was so tun. Und trotzdem war die Software so konstruiert, dass sie etwas getan hat, was so nicht intendiert war. Und da stellt eine ganz spannende Frage, die Diskussion, die ich in Luxemburg geführt habe, war, ist Software the new code? Und was ist die Rolle von Law in der Zukunft, wenn im Prinzip Smart Contracts Law ersetzen? Wenn aber dieser Smart Contract was macht, was eigentlich so keiner wollte, ist es dann bindend? Und wie verändere ich das? Das Thema Governance and Maintenance and Interoperability sind ganz, ganz oben auf der Liste von ISO zur Standardisierung. Wie behandle ich Probleme in der Blockchain? Weil jetzt sitzen wir zusammen, können abstimmen, aber wenn ich gar nicht weiß, wer sie sind, weil sie alle pseudonym sind, wie soll ich denn zu ihnen aus reaching out und sagen, wir müssen das verändern, wieder alle mal zustimmen? Also das Thema Governance wird eine ganz große Rolle haben. Aber jetzt sind wir schon ganz tief drin in den philosophischen Diskussionen. Eigentlich wollten wir heute nur über Money reden, was, ich sag's nochmal, eigentlich der einfachste Anwendungsfall ist, wenn wir uns darauf verständigen können, was Money ist. Gut, vielleicht eine letzte Frage noch, dann auf die Kaffeepause. Ja, die Frage knüpft an die das Vertrauensthema, das wir gerade hatten, und geht vielleicht auch ein bisschen weg von Money wieder. Wie bewerten Sie die Gesundheit oder Gerechtfertigkeit von Initial Coin Offerings, die 2- oder 3-stellige Millionenbeträge für ein 20-seitiges White Paper einsammeln? Und das daran anschließend, wie lange wird es ungefähr dauern oder was schätzen Sie, bis auch der Gesetzgeber die Regulierung das auf dem Schirm hat? Ich sage ganz kurz was dazu. Also in anderen Nischen wird natürlich auch die Nachfrage für solche Produkte steigen. Das ist, finde ich, eine ganz logische Konsequenz, ein wirtschaftlicher Zyklus, der für mich standardmäßig gesetzt ist. Ich weiß nicht, ob das reguliert werden kann. Warum sollte es ohne Laufen? Weil es eben in sowas wie KG begriffen ist, da gibt es jede Menge Startups daran. Wir bewegen uns zwischen der Reinform Bitcoin als dezentral unkontrollierte Blockchain-Anwendung hin zu, wie können die Zentralbanken damit agieren. Dann haben wir eigentlich wieder einen Super-User, der das System dominieren kann. Das ist aber eigentlich genau das, was man vermeiden wollte. Wir sehen sowas wie die Incumbent Industry, also primär natürlich die Banken, die das adaptieren und sich aneignen. Wir sehen ganz viele Mischformen und hybride Anwendungen, die die Diskussion um das Thema Blockchain nicht gerade vereinfachen. Weil wir drei haben schon ganz stark vereinfacht, wenn ich sage, Blockchain der ersten Generation Bitcoin, da können Sie nichts reinprogrammieren, das war so nicht ganz richtig, es ist unheimlich schwer. Das macht keiner, also es macht nicht viel Sinn. Es sei denn, Sie wollen genau diese super Sicherheit haben, dann gehen Sie diesen extra Effort-Weg und machen es. Also Sie müssen leider in der Kommunikation zum Teil sehr stark vergröbern und vereinfachen, gleichzeitig müssen Sie aber sicherstellen, dass die Komplexität rüberkommt. Dieses ganz einfache Beispiel, macht ein einfaches Beispiel, damit jeder versteht, wird diesem Thema nicht gerecht. Wir müssen Komplexität anerkennen und müssen uns der Komplexität stellen, denn genau das ist es. Und ich sage es nochmal, wir sind sehr gewohnt, in Hierarchien zu arbeiten, in den Unternehmen, Top-Down, Governance, wie funktioniert
Filters, Software updaten. Das wird alles so in diesem komplett dezentralen System nicht mehr funktionieren. Und wir wissen noch gar nicht genau, wie das in der Zukunft aussehen soll. Ich weiß aber, dass ich wahrscheinlich lieber ein System habe, das mich als Bürger organisiert in Deutschland oder in Europa, das europäische Werte beinhaltet, meine Property-Rechte beachtet und meine Privacy-Rechte beachtet. Wenn wir das aber nicht bauen, dann kriegen wir gleich ein chinesisches System, das wird Marktführer und dann müssen wir das nutzen. Und ich weiß nicht, ob ich das will. Also deswegen nochmal sozusagen der Appell, wir müssen das, es gibt ein Window of Opportunity. Ich bin in 3 Wochen mit der EZB am MIT, dann reden wir über Vertrauen. Wie diese Deutsche Bank ist, das ist ein Harvard Teacher Case, den ich dieses Jahr geschrieben habe. Warum sage ich das? Das, weil ich so toll bin. Sondern interessanterweise scheint es irgendwie so zu sein, dass es gar nicht viele andere Leute gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen. In 1-2 Jahren gibt es Hunderte, die sich mit dem Thema beschäftigen werden und wahrscheinlich kommen ganz viele Lösungen aus China. In einem Bereich, ich habe gerade gesagt, dieses technische Determinismus, wenn diese Systeme determinieren, wie wir uns zu verhalten haben, dann möchte ich ja nicht eigentlich Einfluss darauf nehmen können, wie diese Systeme gebaut sind. Aber wir stellen uns diese Aufgabe viel zu wenig. Da müssen wir ganz schnell, ganz massiv einsteigen, sonst ist das Pferd auch wieder weggerannt und die Entwicklung kommt wieder über den großen Teich oder sonst woher. Aber momentan ist es noch, Sie können nicht sagen, die Firma X aus dem Silicon Valley treibt das federführend voran. Momentan noch nicht der Fall. Klar, wenn Sie ganz große Player sehen, die das betreiben werden, aber momentan ist noch eine Möglichkeit da, mitzugestalten. Und wir sollten das annehmen. Das ist wichtig. Und nicht sagen, das geht vorbei oder das ist nichts für mich. Ich habe mit einem sehr großen Chemieunternehmen, großen deutschen Chemieunternehmen gesprochen, die haben gesagt, ist für uns noch nichts, legen mal wieder Vorlage, guck mal 12 Monate mal rein. Wow! In 12 Monaten in der IT, was da passiert. Ohne genau zu wissen, was da gerade entschieden wurde. Hochbrisant aus meiner Perspektive. Aber da ist ja jeder seines Glückes Schmied und muss entscheiden, was er machen will. Was wir in Dänemark machen, dieses Thema neue Customer, der dänische Finanzverbund hat das in Auftrag gegeben für die dänischen Banken. Gibt es jetzt im Prinzip einen Dienstleister, der baut diese Blockchain-basierte neue Customer-Lösung, damit im Prinzip sie sich einmal registrieren, dann gehen sie zur Danske Bank, dann gehen sie zur Jyske Bank, dann gehen sie zur Nordea. Einmal registriert, Blockchain abgefragt, ist registriert, ist zertifiziert, da. Das wird gerade umgesetzt. Das war ein Use Case, an dem wir letztes Jahr besonders gut gearbeitet haben. E-Krone, die elektronische Repräsentierung der dänischen Krone als Kryptowährung. Warum macht das dänische Finanzministerium? Die gucken da massiv rein. Die kriegen die Steuereinnahmen gar nicht mehr rein, wenn Sie und ich Airbnb machen oder Couchsurfing etc., also Sharing Economy. Zahlen Sie alle brav Ihre Steuern, wenn Sie jemanden sozusagen bei sich im Haus auf dem Sofa schlafen lassen? Das ist ein wachsender Industriezweig, der sozusagen komplett aus den normalen Verfahren, aus den normalen Besteuerungen von Unternehmen herausfällt. Da hat der Staat gar keine Möglichkeit, darauf Zugriff zu nehmen. So, von E-Krone, da können Sie jede Menge Smart Contracts dahinter hängen. Wenn ich für meine Couch bezahle, auf der ich geschlafen habe, kann man sagen, Sie haben bitte E-Krone zu verwenden. Und wenn ich das tue, werden automatisch Steuern abgeführt. Das ist natürlich wieder ein interessanter Geschäftsfall für Verfahren für den Staat, das sicherzustellen. Und da sehen Sie sozusagen die Bandbreite, die sich auftut, die ist gewaltig. Und wer kann sich mit diesem System auseinandersetzen, wer kennt sich aus, wie implementiert man die und wie macht man es am besten? Ihre Frage hat eigentlich einen ganz interessanten Zirkelschluss aufgezeigt, denn manche mögliche Exzesse bei der Ausgabe von Coins, manche Hypes oder Übertreibungen, die wir erleben, sind vielleicht auch ein weiterer Indikator für den Anlagenwohlstand, in dem wir uns eben befinden, auch zum Teil die verzweifelte Suche nach Möglichkeiten, Geld hochbringen, noch anzulegen, angesichts der Asset Price Inflation, die wir schon besprochen haben. Und gerade das zeigt ja eigentlich die Notwendigkeit eines besseren Geldes. Also so gesehen, vielleicht nicht abschrecken, schrecken lassen von manchen Fehlentwicklungen, die bei solchen Innovationen auch unvermeidlich sind, sondern zu versuchen, die positive Vision zu erkennen, die dahinter steht. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank für die fundierten und kompetenten Aussagen hier im Panel. Vielen Dank für die Fragen und dann machen wir eine Kaffeepause.